Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Risen 2. Wir haben jetzt die Utensilien, die wir sammeln sollten und sind jetzt bereit, wieder mit Tao zu reden. Ich habe alle Zutaten für den Trank des falschen Todes zusammen. Und du lebst noch. Das hätte ich nicht erwartet. Dann werde ich dir nun helfen, ins Reich der Toten zu gelangen. Hier hast du den Trank. Trinke ihn und lege dich auf den Altar. So, ich muss praktisch hier das hier einsetzen und dann kann ich mich da hinlegen. So, es sieht alles ein bisschen anders aus. Aber nur ein bisschen. Du bist auch da? Ich sagte dir doch, dass ich die Toten ins Jenseits begleite. Sieh dich gut in dieser Welt um. Du wirst auf vier Geister treffen, die keine Ruhe finden können. Hilf ihnen und finde einen Weg, an das Schädelzepter zu gelangen. Nur mit dem Schädelzepter ist es möglich, einen Geist zu rufen. Bring es mir. Du findest mich beim Portal am Strand. In dieser Welt. Wie komme ich wieder zurück in die Welt der Lebenden? Das ist leicht. Du musst dich nur auf den Altar legen und schlafen. Nimm nichts von dem Trank, wenn du in die Welt der Lebenden zurückkehren willst. Aber ich bitte dich, erfülle erst dein Versprechen. Ja, ich könnte zurück. Du weißt, was du zu tun hast. Aber ich habe ja noch nicht mal angefangen. Ne, wir machen das jetzt natürlich am Stück durch. Danke, dass du mich durchlässt, Tao. Und ich soll hier vier Geister suchen. Die sind nicht so schwer zu finden. Die treiben sich hier irgendwo rum. Die Karte ist ganz genau gleich, nur umgedreht. Und wir können die auch ganz normal speichern. Nicht wie wenn wir jemanden mit Voodoo besessen. Und hier ist schon einer dieser Geister. Nahele. Endlich, nach so langer Zeit ein neues Gesicht. Es ist schön, mal jemanden zu sehen, bei dem noch Blut durch die Adern fließt. Bist du denn tot? Ja und nein. Ich bin als Geist an diesem Ort gefangen. Seit 1000 Jahren bin ich verflucht, zwischen den Lebenden und den Toten zu wandeln. Oh, das klingt ziemlich aussichtslos. Wenn du keine Wahl hast, fügst du dich deinem Schicksal. Was ist mit dir passiert? Vor langer Zeit herrschte ich über das stolze Volk vom Stamm der Lüfte. Doch Mara versklavte viele Stämme und strebte nach Macht und Magie. Vor 1000 Jahren. Sie übergab mir das Amulett der Erde, um auch mein Volk zu unterdrücken. Eines Tages widersetzten wir uns und versuchten, sie zu töten. Was ist dann passiert? Vier Chakas waren wir. Motega vom Clan des Wassers, Akando vom Clan des Feuers, Kusko vom Clan der Erde und ich. Jeder von uns war mit einem heiligen Artefakt bestückt. Ich konnte Mara am Ende mit Hilfe des Amulettes versteinern, doch wir versäumten, sie zu vernichten. So wandeln wir nun im Dunkeln und warten auf Erlösung. Ah, treffe ich genau die vier, schätze ich mal. Du warst ein Chaka? Ist das nicht ungewöhnlich für eine Frau? Zu der Zeit, als ich den Clan anführte, war das nicht unüblich, junger Freund. Viele begabte Hexen hatten die Möglichkeit, Chaka zu werden. Aber nach den Titanenkriegen hat sich vieles geändert. Wie kann der Fluch gebrochen werden? Ich habe damals mein Artefakt missbraucht. Ich werde erst Frieden finden,
wenn ich ein eigenes geschaffen habe, das stärker ist als der Tod. Was für ein Artefakt könnte das sein? Ein Schädelzepter. Es ist mächtig genug, um die Geister aus dem Jenseits zurückzurufen. Hm, praktisch. Es ist genau das, was ich brauche. Ich weiß, darum bist du hergekommen. Wenn du mir die Zutaten bringen kannst, werde ich es dir überlassen. Also gut. Was brauchst du, um das Zepter zu bauen? Es wird nicht leicht sein, an die Zutaten zu gelangen. Wir werden sehen. Mein Schicksal ist unweigerlich mit dem der anderen Geister dieser Welt verknüpft. Ich brauche die Trophäe eines Jägers, den Speer eines Kriegers, die Beute eines Diebes und einen Gegenstand, der dem Toten gehörte, den man zurückrufen will. Der Hut. Rede mit den Geistern. Sie sind im Besitz dieser Gegenstände. Gut. Ich werde sehen, was ich machen kann. Okay. Ich glaube, es... Ich sehe es gleich. Nee, es gibt hier doch was zum Sammeln. Ich dachte, ich kann in der Welt der Toten nichts einsammeln. Aber, oh, das war nix. Okay, aber fast. Ein Seelenring und ein bisschen Kruscht. Okay, ich dachte, ich könnte hier nichts einsammeln, aber es gibt doch Sachen. Also sollte ich mich aufmerksam umsehen. Und tatsächlich doch nochmal alle Wege abklappern und alle Häuser... Was war das für ein Geräusch? Alle Häuser betreten. Habt ihr es gehört? Das war seltsam. Okay. Will hier nicht schreckhaft sein. Oh, da ist schon einer. Der war ja direkt nebendran. Hallo. Bist du ein anderer Chaka? Otega, ja, ich glaube. Ist es wahr, was meine Augen da sehen? Du siehst so lebendig aus. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich noch nicht tot bin. Nach Scherzen ist mir leider nicht zumute. Ich bin schon seit Ewigkeiten hier gefangen und kann nicht sterben. Warum nicht? Nara hat mich verflucht, weil ich vor vielen Jahren wagte, mich gegen sie aufzulehnen. Was ist damals passiert? Ich war es, der auf die Idee kam, Mara zu töten. Ich machte mich auf die Reise, um die anderen Häuptlinge um Hilfe zu bitten. Doch während ich weg war, wurde meine Familie von einem Silberrücken getötet. Du hättest sie wahrscheinlich gar nicht retten können. Nein, wahrscheinlich nicht. Aber die Welt retten konnte ich auch nicht. Ja, wem sagst du das? Das Schlimmste ist, dass ich den Silberrücken nun Tag für Tag jage. Aber was ich auch tue, das Biest kommt immer wieder. Der Silberrücken ist hier? Ja, er ist in einer Höhle in der Nähe. Das ist Maras Strafe für mich. Wie wolltest du Mara denn töten? Mit Hilfe der Waffen, die sie uns gegeben hatte. Sie gab mir die Titanenharpune, um mein Volk zu versklaven. Ich habe mutig gekämpft. Aber, wie du sicher bemerkt hast, ist es uns nicht gelungen, sie zu töten. Ist mir nicht entgangen. Was wäre, wenn ich dir helfe, den Silberrücken zu töten? Das könnte funktionieren. Du lebst schließlich noch. Wenn wir es wirklich schaffen, das Biest gemeinsam zu erledigen, überlasse ich dir meine wertvollste Trophäe. Sehr gut. Klingt gut. Lass uns den Silberrücken jagen gehen. Ja, machen wir dem Vieh endgültig und für alle Zeiten den Garaus. Es wird endlich Zeit, dass er für immer verschwindet. Ja, das ist doch mal eine Ansage. Da kommt schon wieder das Geräusch. Ich zeige dir, wo das Mistvieh sich versteckt. Bin gleich da.
Man hat tatsächlich was zusammen. Eine Schale und ein Amulett. War bestimmt eins, den ich schon habe, oder? Tihako. Rattenamulett. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber die Amulette sind eh relativ nutzlos für mich. Außer... Piratenanhänger, der ist ja viel besser. Der ist ja kugelsicher. Oh mein Gott, ich bin so unfähig. Das hätte ich viel früher anlegen können. Ist das ein schmutziger Trick? Nein, das ist eine Wurfwaffe. Okay. Dann brauche ich keine schmutzigen Tricks. Was habe ich hier? Kugelsicher Ritual. Klingenfest wäre mir sogar lieber. Aber einschüchtern kann ab und zu nützlich sein. Ich sollte, glaube ich, trotzdem die Klingenfeste anlegen. Und als Ring. Stichwaffen brauche ich gar nicht mehr. Das aber auch alles nicht. Hiebwaffen und Einschüchtern in diesem Fall. Okay. Ich habe jetzt Einschüchtern auf über 70 und Silberzunge auf 85. Sehen, ob ich das noch irgendwann höher kriege, aber auf jeden Fall habe ich mich jetzt mal ein bisschen umgerüstet. Muss eh dann, ich glaube, Stahlbarts Hut abgeben und dann muss ich eh nochmal shoppen gehen, damit ich einen neuen Hut bekomme oder überhaupt einen habe. Obwohl, ich habe einen, aber der ist halt nicht so gut. Aber egal, das hat noch Zeit. Jetzt gerade kann ich eh nicht viel machen. Ich bin im Reich der Toten. Ich will nicht zurück. Momentan. Ab jetzt können wir dem Biest jederzeit begegnen. Ich kann es schon spüren. Bist du auf den Kampf vorbereitet? Mach dir um mich mal keine Sorgen. Dann lass es uns beenden. Ich kann es kaum erwarten. Los jetzt! Okay, los geht's. Da ist ein Goldbrocken. Okay. Ich schätze, ich weiß, wo er ist. Okay, da ist er. Kannst du dir vorstellen, dass ich dieses Biest seit 1000 Jahren nicht besiegen kann? Ich kann diesen Ort einfach nicht mehr sehen. Hä? Digga, warum hilft er mir nicht? Ich finde den eigentlich recht leicht zu besiegen. Aua. Damit. So. Fell und Zähne bekommen. Und eine Truhe hier zum Ausnehmen. Sehr schön. So. Und da können wir dann auch hoch. Das führt mich dann wieder in Richtung von diesem komischen Dorf. Da will ich aber ebenfalls nicht hin. Ich springe hier gerade kurz ein bisschen durch die Gegend, aber nur um zu gucken, ob es hier noch Items gibt. Und dann gehe ich erstmal zurück. Ich glaube, der wartet jetzt wieder an seinem Startpunkt auf mich. Selbst wenn nicht, ist es, glaube ich, kürzer. Ah, ja, da ist er auch schon. Hier rüber zu laufen. Der Silberrücken wird diesmal nicht mehr aufstehen. Ich kann es gar nicht glauben. Ich hätte nie gedacht, dass das je ein Ende hat. Ohne dich wäre ich bis in alle Ewigkeit hier gefangen gewesen. Schon gut. Hier, nimm diesen Schädel als Trophäe. Du hast sie dir verdient. Ich spüre, dass meine Zeit nun endlich gekommen ist. Viel Glück auf deiner Reise. Meine hat endlich ein Ende. So, wir gehen so. Flupp. Okay, damit haben wir schon mal dem ersten geholfen. Eins von vier ist erledigt. Und der vierte ist dadurch erledigt, dass wir den anderen drei helfen. Also es sind praktisch drei Aufgaben. Und ich glaube, die sind alle ganz easy machbar. Ich denke, der nächste ist der Krieger und ich weiß auch schon, was wir da machen müssen. Ich glaube, der Dieb war tatsächlich in dieser Stadt. Hier habe ich mich schon kurz umgesehen, aber da war nichts in der Richtung. Beziehungsweise, klar, ich muss da noch lang. Ich frage euch... Nee, da kann ich später rausgehen. Ich muss ja noch zu dem Typen, der am Strand wartet, zu Tao. So, also ich denke, ich weiß, was mich jetzt gleich erwartet. Schon wieder dieses Geräusch. What? Okay, da schaue ich mich später um. Jetzt rede ich erstmal mit dem Geist.
Halt ein, Lebender. Das sind tatsächlich die vier, ich konnte mir den Namen nicht. Du hast die Arena des Kriegers betreten. Stell dich zum Kampf. Was ist dein Problem? Es ist ein Fluch, der auf mir lastet. Ich werde nicht eher ruhen, bis ich einen ebenbürtigen Gegner gefunden habe. Vielleicht ist es dein Schicksal, meinen Fluch zu brechen. Aber lass dich warnen. Weder zu Lebzeiten noch im Tode hat mich je einer im Kampf geschlagen. Lass mich doch einfach gewinnen. Dann bist du befreit und ich spare mir den Ärger. So einfach ist das nicht, Lebender. Ich muss jemanden finden, der stark genug ist, nicht denselben Fehler zu begehen wie ich damals. Erst dann werde ich in Frieden ruhen können. Wieso wurdest du verflucht? Ich habe nicht beendet, was ich begonnen habe. Will heißen? Wir waren vier an der Zahl und wollten das Ungeheuer töten. Du sprichst von Mara. So ist es. Ich konnte sie mit dem Dolch verletzen, aber ihr Fluch traf uns trotzdem. Wir hätten es zu Ende bringen sollen. Doch wir haben versagt. Nun trage ich die Konsequenzen. Du hättest Mara mit deinem Dolch töten können? Nicht allein, aber jeder von uns trug eines der tödlichen Titanen-Artefakte. Ich war damals stolzer Chaka beim Tempel der Erde. Mara überließ mir den Blutopferdolch, weil ich stärkster Tonka war. Doch wir hintergingen sie. Wir hätten uns nicht eher zufrieden geben sollen, bis das Ungeheuer zu Staub zerfällt. Werd's mir merken. Also gut, lass uns kämpfen. Möge deine Stärke so groß sein wie dein Mut. Okay, da. Da ist ein Blutopfer durch zurück. Okay, er hat mehr Leben als die meisten Gegner. Aber er kriegt mich jetzt trotzdem nicht platt. Er ist praktisch wie ein Krieger, nur dass er nicht ausweicht. Bam, Cusco besiegt. Wieder ein bisschen Ruhm bekommen. Wir haben jetzt erfahren jetzt auch so langsam, was die Artefakte sind. Er hatte den Blutopferdolch, den ich schon besitze. Und der Jäger hatte die Titanenharpune, die ich auch schon besitze. Und die Erste hatte das Amulett der Erde, wenn ich mich nicht irre. Und das brauche ich auch noch, das Amulett. Ich glaube, das ist das, was Stahlbart hatte. Du hast es tatsächlich geschafft. Ja, das war gar nicht schlecht. Nicht schlecht? Du hast mich befreit nach all diesen Jahren. Nimm meinen Speer als Dank, großer Krieger. Möge er dir bei deinen Aufgaben helfen. Es ist nun Zeit für mich zu gehen und endlich meinen Frieden zu finden. Lebe wohl. So, wieder einen erledigt. Das ging recht schnell. Schneller als die Sache mit dem Jäger. Wein. Sehr schön. Jetzt habe ich Geisterproviant. Und dann fehlt jetzt nur noch der Dieb. Und der ist, wenn ich mich nicht irre, in der Stadt drüben. Da müssen wir gleich noch hin. Da ist noch ein Schädel. Teller. Schön, dass ich hier einfach Zeug aus dem Totenreich plündern kann. Das ist schon sehr seltsam. Aber gut. Ich schätze, beim Dieb muss ich auch selber Diebeskunst beherrschen. Zum Glück habe ich die ja auf bis zu 100. So. Bauplan für eine Knochenkette. Totenkohl-schwarze Magie brauche ich eigentlich nicht. Aber die ganzen Baupläne, gut, ich habe es noch nicht gelernt, aber die Baupläne könnte ich nutzen, um mir noch mal ein bisschen Kohle zu sammeln. Dazu brauche ich aber auch Ruhm, um das zu lernen, glaube ich. Ich glaube, das geht beim aktuellen Level gar nicht. Aber da muss es irgendwo auch noch was geben, mit dem sich das erhöht, wie hier der linke Stiefel, das Holzbein, Meerschaumpfeife und Kamm mit einem Zinken. Habe ich alles plus eins dadurch. Und es kostet auch nicht mehr, sehe ich gerade. Das ist gut. Wenn ich Voodoo plus 1 bekomme, dann kann ich das vielleicht sogar lernen.
Zepter herstellen zumindest. Talisman kostet 6. Oh, okay, das kostet dann verdammt viel Ruhm. Das lohnt sich eigentlich nicht. Auch wenn man da ein bisschen Kohle machen könnte. Ah, guck mal, Tempel des Diebes. Da ist er auch gleich, steht direkt vor meiner Nase. Aber wir wollen da noch nicht hin. Ich will erst alles abklappern und gucken, ob ich alles noch was einsammeln muss. Deswegen gehe ich nochmal zurück. Bis zu der Stelle, wo ich hochspringen könnte. Ich glaube, da hat sich jetzt gar nichts, zeitlich gar nichts geschenkt. Das war gar nicht unbedingt klug, was ich gemacht habe. Denn hier hätte ich hochklettern können. Hier war der Silberrücken vorhin. Und dann kann ich mich praktisch erstmal hier umsehen. Da ist zumindest mein Pokal. Seht mal, den hätte ich jetzt übersehen gehabt. Ich glaube, ich müsste jetzt auch verdammt viel Geld haben. Ich habe 6000 Gold und wenn ich meinen ganzen Schrott verkaufe, bin ich richtig reich. Ich kann also im nächsten Part nochmal gucken, dass ich alles kaufe, was ich brauche. Und eventuell noch ein paar Sachen lerne. Das weiß ich nicht. Dazu muss ich nämlich Ruhm ausgeben, nicht nur Gold. Da muss ich aufpassen. Denn Ruhm kriege ich gerade nicht so leicht zusammen wie Gold. Hm. So, dazu sage ich jetzt einfach mal nichts. Das Leben ist zurückgekehrt. Wir spüren seine Gegenwart. Redest du mit mir? Ach nein, du bist es nicht. Wir sehen bei dir keine geteilte Seele. Kein verlorenes Ich. Wovon redest du da? Unser Leben ist noch nicht vorbei. Wir spüren es. Wir sehen es. Wir sehen Länder, Palmen, Menschen mit dunkler Haut. Mara, Marakai. Wir sehen einen Mann, ein Pirat, der vorgibt, der zu sein, der er nicht ist. Kann ich dir irgendwie helfen? Wir sind, was wir sind. Ein Teil vom Ganzen und doch getrennt. Du bist also irgendwie nur die Hälfte von dir? Wir sehen, was wir sehen. Was siehst du denn? Ein Schiff. Ein böser Mann. Vorsicht ist geboten. Tod dem Verräter. Sonst werden alle im Dorf sterben. Ich schau mal, ob ich deine andere Hälfte finden kann. Der Wind geht durch die Wipfel. Der Bäume am Strand. Der Bucht von Marakai. Ich hoffe nur, es ist eine bessere Hälfte. Geht fort, ihr Winde. Tragt uns hinfort zu den Stränden des Lebens. Okay. Steht auch dran, dass es... Nee, steht nicht wirklich dran, aber... Nee, kein Hinweis darauf. Aber er hat mir ja gesagt, dass er... dass seine andere Hälfte in der Bucht von Marakai ist. Der einzige Insel, die ich noch nicht besucht habe. Da muss ich also bald mal hin. Das ist nicht der Dieb. Auch wenn man das vermuten könnte, wenn man den gerade nicht... Also, wenn man von hier kommt... Ist aber nur ein verwirrter Geist, der hat nichts mit dieser Mission zu tun, der ist ein Extra. Ist aber sehr wichtig. Sehr, sehr, sehr wichtig. Der Dieb, den haben wir vorhin schon gesehen, versteckt sich tatsächlich hier. Und mit dem reden wir jetzt. Oh, meine Gebete zu den Hike wurden erhört. Endlich bist du da. Was für Gebete? Ich habe zu den Ahnen gesprochen. Sie mögen jemanden schicken, um mich zu erlösen. Und du bist gekommen. Das ist kein Zufall, sondern Schicksal. Du wirst mir doch helfen, nicht wahr? Ich kann diese Einsamkeit nicht länger ertragen. Was ist denn los mit dir? Mara hat mich verflucht, so lange zu warten, bis mir jemand das Wichtigste stiehlt, was ich besitze. Du wartest darauf, bestohlen zu werden? Sie überließ mir damals die Knochenhand des Diebes. Ich wandte das Artefakt jedoch gegen sie und konnte sie im entscheidenden Moment entwaffnen. Ja, das müsste es sein, was der Letzte hat. Darum verfluchte sie mich bis in alle Ewigkeit, auf das gleiche Schicksal zu warten. Garcias Artefakt nämlich. Und wie kann ich dir helfen? In meinem Tempel befindet sich eine verschlossene Truhe.
Darin befindet sich ein weißer Diamant. Wenn du einen Weg findest, die Truhe zu öffnen, kannst du den Diamanten behalten. Ich glaube, das ist das Verrückteste, worum mich je einer gebeten hat. Ja, das kann ich mir denken. Aber es ist der einzige Weg, meinen Frieden zu finden. Hast du eine Idee, wie ich diese Truhe öffnen kann? Es gibt leider keinen Schlüssel, aber es gibt vielleicht eine Möglichkeit, einen zu erschaffen. Eine Voodoo-Hexe kann dir dabei vielleicht weiterhelfen. Verstehe. Ich werde mal sehen, ob ich an diesen Diamanten komme. Ja, gut. Lass dir ruhig Zeit. Nur geh nicht wieder weg, ja? Ist das die Truhe? Oh, die ist ja easy. What? Die ist ja fucking easy. Wozu brauchen die Schlüssel? Wartet mal, ich will aber rausfinden, was mit diesen Schlüssel auf sich hat. Wenn ich dafür irgendwas ausgeben muss, ist kacke, aber ich kann mich ja hin und her porten. Kann ich einfach kurz zu der rüberporten, mit der reden, die sagt so, ja, ich hätte gern 200, 500 Gold. Und dann sage ich so, nee, ich habe einen Dietrich, ich brauche hier kein Gold geben. Ist das der Schatz, den ich gesammelt habe? Ja, der ist tatsächlich leer, ist aber auch in dieser Welt faszinierend. Ich meine, ihr habt bestimmt schon gemerkt, dass die Truhen tatsächlich anders verteilt sind als in der Welt der Lebenden. Also an anderen Orten und nicht leer und so weiter. Da ist eine Statuette, die gibt auch nochmal Kohle. Wenn ich den ganzen Scheiß verkaufe, den ich besitze, habe ich bestimmt 10.000 Gold oder so. Gut, wenn ich alles verkaufe, was ich besitze und nicht nur alles, was Plunder ist, dann habe ich unglaublich viele. Was muss ich denn hier machen? Komm mal nochmal. Okay. Jetzt mein Schimmel. Ah! Okay. Ich war gerade echt überfordert. Ein Rubinring? Den brauche ich gerade aber auch nicht, wenn ich ihn nicht sogar schon habe. Ich glaube nämlich schon, da würde ich wieder zurücklaufen, aber hier ist nichts mehr. Beziehungsweise da kann ich noch runter, aber das bringt mir nichts. Okay, mal gucken, was die Voodoo-Hexe zu sagen hat zu dieser Schlüsselgeschichte. Denn es ist eigentlich sehr leicht zu knacken. Kannst du mir einen bestimmten Schlüssel anfertigen? Kommt darauf an. Wofür brauchst du ihn? Akando hat einen weißen Diamanten in einer sehr gut verschlossenen Truhe. Geht. Ich verstehe. Dafür benötigst du einen magischen Schlüssel. Mit etwas Gold sollte es mir gelingen, solch einen Schlüssel anzufertigen. Gut. Wie viel brauchst du? Ich denke, 300 Goldstücke sollten genügen. Nö. Ich hab's mir schon gedacht. Also wenn es Gold kostet, dann auf keinen Fall. Denn ich bin ein zu guter Dieb, als dass sich das lohnt. Es muss nicht mal ein sonderlich guter Dieb sein. 60 ist in meinen Augen nicht gerade eine hohe Stufe. Bis zu dem Zeitpunkt, wo man sich durch diese Wächter schlachten kann. Oh mein Gott. Oh, hab's ja schon. Okay. Sadele. Erledigt. Deine Seele ist frei. Ich habe die Truhe geöffnet. Oh, ich danke dir, Fremder. Ich habe mich noch nie so leicht gefühlt. Behalte den Diamanten. Vielleicht wird er dir noch von Nutzen sein. Ich spüre, wie die Last von mir fällt. Das Licht erwartet mich. Mach's gut, Fremder. Ich werde dich nicht vergessen. So, und damit sind wir fertig, denn wir müssen jetzt nur noch zurück zu der Voodoo-Hexe und ihr die Utensilien für das Zepter geben und dann ist auch sie befreit. Und das, würde ich sagen, machen wir aber erst im nächsten Part. Und dann sollten wir in der Lage sein, mit Stahlbart zu reden. Also würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.